Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Ja, Pokémon Let's Go Evoli? Ja, ich habe mich für Let's Go Evoli entschieden, weil viele das eher wollten. Eigentlich wollte ich lieber Pikachu nehmen, aber Evoli scheint doch ein wenig beliebter zu sein. Deswegen Let's Go Evoli, alles kein Problem. Wir fangen am besten einfach mal an mit Deutsch. Und ja, Spiel starten. Ich bin sehr gespannt. Fangen wir an. Hallo Eich. Hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Oh, in Dragosso, die Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Art und Weise miteinander leben. Oh mein Gott, so viel Text. Oh, ich kann gar nicht so schnell lesen. Aber ja, wir leben mit Pokémon zusammen. Einige haben sie als Haustiere und andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber ich vermute es mal stark, weil er das irgendwie immer sagt. Und ich bin übrigens sehr beeindruckt, dass er anscheinend ein Tablet bei sich hat. Ja, sogar mit Kamera und so. Cool. Okay, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt erzähl mir erst einmal etwas über dich. Wie siehst du eigentlich aus? Oh. Aha. Die Frage ist, können wir dann auch noch weiter customizen? Nee. Ich glaube, am ehesten trifft das hier auf mich. Huch! Trifft das hier auf mich zu? Ich denke schon, das bin ich am ehesten. Verrätst du mir auch noch deinen Namen? Ob man die auch wieder customizen kann? Ich weiß es nicht. Erstmal Großbuchstabe. Wir nennen uns natürlich wohl. Oh, wieder Yume. Was mir stört. Oder kann ich das irgendwie anders halten? Nein, nein, nein. Was habe ich getan? Ich möchte eigentlich. Oder kann ich auch so? Nee. Mir stört das. Der Controller gleichzeitig auch der A-Knopf ist. Nee, hä? Hab ich irgendwas verstellt? Ich bin zu doof dafür. Ach da, abbrechen und eingeben. Jetzt verstehe ich. Okay. Ich kann's. Hä? Jetzt. Nee. Abbrechen. Ach so, ich hab was in der Strähne. Mein Fehler. Ich bin doof. Nee, hä? Ich bin noch nicht so im Nintendo Switch Game. Ihr müsst mir das etwas nachsehen. Neben Little Dragon's Café ist das hier das erste Spiel, was ich spiele. Aber ich glaube, jetzt habe ich den Dreh raus. Okay, mit Minus kann ich auf okay gehen. Was ist hier Minus? Ach da. Das Ding hat mehr Tasten, als ich dachte. Alles klar, der Name ist also Yume. Ja. That's me. Hey, dieser junge Mann hier, den kennst du, oder? Haha, klar kennst du ihn. Schließlich seid ihr doch von Kindesbein an die besten Freunde und die größten Rivalen. Wie heißt er noch gleich? Arschclown. Ey, wie lautet der Name deines Rivalen? Oh Gott, konnte man eigentlich... Hatte man eigentlich in den letzten Episoden irgendwie die Möglichkeit gehabt, den Rivalen noch selbst zu benennen? Oh Gott, wie nenne ich ihn? Ich nenne ihn Elek. Wenn ich das hinkriege. Es ist ziemlich schwierig hier. So, Elek. Du darfst dich geehrt fühlen. Du bist mein Rivale. Okay. Hätte ihn auch Tori nennen können. Aber nein, es ist erstmal Elek. Ja. Auch wenn er keinen Bart hat. So, natürlich ist es Elek. Wie konnte ich das vergessen? Oh, so cute. Ich habe sogar mein Handy hier liegen, falls ich mich irgendwie mit Pokémon Go verbinden muss oder möchte. Oh, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet uns. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, let's go. Ich weiß übrigens auch nicht, ob er gesagt hat, ein Traum wird wahr. Ich habe es einfach geraten, weil das noch die Worte sind, die sie im ersten Teil sagen. Und ich denke nicht, dass sie das geändert haben. Und oh mein Gott, was ist das? Ich bekomme Gänsehaut. Los geht's.
Was heißt los geht's? Das heißt let's go. Let's go! Ah, Nivoli Plüschtier. Da bin ich. Ah, ich kann mich schon bewegen. So, wir gucken mal an unserem PC. Da ist eine Mail von Elik in diesem Posteingang. Hey, Yume! Hier, schnell, noch das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Ich möchte eigentlich einfach nur mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü und kannst dann ein Spiel speichern. Okay, aber die Frage ist, eine super plüschige Evoli-Puppe. Sie ist super plüschig. Ah, an die Steuerung muss ich mich erstmal noch gewöhnen. Ich würde lieber den Controller schräg halten und nicht so viel hoch. Das ist irgendwie ungewohnt. So, wie kann ich das Menü öffnen? Ah. Und da kann ich speichern. Okay. Hey, ich bin's. Bist du schon auf den Beinen, Yume? Ich komme hoch. Morgen, Yume. Du schaust aber verdutzt aus der Wäsche. Du bist noch nicht ganz wach, was? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Ah, Sekunde. Hast du meine E-Mail von gestern gesehen? Wenn nicht, dann lies sie dir lieber schnell noch durch. Da stehen wichtige Sachen drin. Ha, hab ich. Ich krieg das schon hin. Ich gehe schon mal vor, ja? Ich warte einfach bei Professor Eichs Labor. Okay. Los, los, los. Huch, nein! In der Steuerung, das muss ich wohl noch üben. So, das ist ja witzig. Die Pflanze sieht aus wie ein Mirapla. Okay, hallo Mama. Du hast eine... Bist du meine Mutter? Du hast eine interessante Haut- und Haarfarbe dafür, dass ich als Kind rausgekommen bin. Sag mal, hast du nicht einen Termin bei Professor Eich? Elik wollte doch mit dir eure Pokémon abholen gehen. Ja, ja, ist ja okay, wir machen ja schon. Warum sieht meine Mutter so anders aus? Bin ich adoptiert? Man weiß es nicht. Alabastia. Hi. Ich gehe stark davon aus, da ist Professor Eich. Und er ist zwischen ganz vielen Taubsies. Ich vermute mal, wir müssen gleich zu ihnen. Aber spiel erstmal das Spiel mit und geh ins Labor. Wir kennen das Ganze, ja. Hallo? Ich würde gerne mit dem Mann reden. Geht das nicht? Wusstest du, dass man heutzutage seine Konsole mit seinem Smartphone verbinden und dann Daten zwischen den beiden austauschen kann? Die Wissenschaft kennt einfach keine Grenzen. Ah, ja, da hat auch damals im ersten Teil irgendwas mit Wissenschaft und bla 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 erzählt, dass es keine Grenzen gibt. Das ist lustig. Sehr viele Retro-Vibes. Hi, ich möchte mit dir reden. Ich trainiere meine Pokémon so lange, bis sie mega stark sind. Dann können sie mich nämlich beschützen, weißt du? Okay, oder sie werden von meinen verdroschen. Na, guck mal, ich geh jetzt mal hier rein. Hi. Na? Hey, Yume, Professor Eich ist anscheinend gar nicht da. Meinst du, die Pokémon, die wir von ihm bekommen, stecken in den Bällen da? Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Da, das ist ein Pokéball. Darum befindet sich ein Pokémon. Bestimmt meins. Bekomme ich Glumanda? Oder, ich weiß nicht, Shiggy? Bisasam oder doch Pikachu? Ich weiß es nicht. So, wir gehen mal zum Professor. Vielen Dank, Freunde. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsies etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Macht's gut, macht's gut, macht's gut. Oh, sieh einer an, wenn das mal nicht Yume ist. Da, 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 da. Ah, stimmt, ja. Ich hatte versprochen, dir und Elik euer erstes Pokémon zu geben. Dann lass uns doch gleich zum Labor gehen.
Na sowas. Ein wildes Evoli erscheint. Oh, wie ungewöhnlich, dass sich hier ein Evoli herumtreibt. Du solltest diese Gelegenheit nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Du musst nur gut zielen und einen Pokéball auf es werfen. Ach du liebes Lieschen. Richte dein Joy-Con horizontal in Richtung des Pokéballs auf dem Bildschirm aus. Halte den Joy-Con ausgerichtet und drücke den A-Knopf, um Zielen auszuwählen. So. Schwinge nun den Joy-Con, um den Pokéball zu werfen. Achte immer auf deine Umgebung, wenn du den Joy-Con schwingst. Oh mein Gott, mein Joy-Con vibriert. Das ist komisch. Ich hab's gefangen. Klasse! Evoli wurde gefangen. Ein hervorragender Ruf. Genau, nein, Wurf. Kaum zu glauben, dass das sein allererster Fang war. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du deinem Evoli sogar einen Spitznamen geben. Huch? Das ist aber ein lebendiges Kerlchen. Hey, warte doch mal, komm zurück. Da. Professor, können Sie mir erklären, warum wir auf einmal drei Pokébälle liegen? Ich könnte schwören, es waren eben noch zwei. Da steckt der kleine Ausreißer also. Ich schätze, im dritten Pokéball befindet sich das Evoli, das Yume eben gefangen hat. Was, echt? Du hast ganz allein ein Pokémon gefangen, Yume? Wow, habt ihr das gesehen? Dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. Los, Yume, heb den Pokéball auf und halte ihn diesmal ganz fest in der Hand. Na gut. Nee, lass mich mal vorbei hier. Erinnert mich ein bisschen an Kyoto. Du hast Evolia, ist dein erstes Pokémon erhalten. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Aber dich hat es offenbar ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? Eigentlich wollte ich keine Spitznamen vergeben, aber irgendwie gerade so spontan erinnert es mich doch sehr an Kyoto. Deswegen nenne ich es Kyoto. Und alle, die mich nicht kennen. Kyoto ist mein Hund. Und er ist auch so. Er ist sehr anhänglich, sagen wir mal. Und die Moves gerade, wie es sich verhalten hat, das könnte glatt von ihm kommen. Deswegen nennen wir ihn auch so Kyoto. Oh, Kyoto. Oh, Kyoto wurde in dein Team aufgenommen. Ich nehme das hier, Professor Eich. Elik erhält Pikachu von Professor Eich. Oh. Und das ist Kyoto. Hey, ne? Kyoto starrt dein Gesicht an. Was ist hier drin? Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Aber welches wissen wir wohl nicht? Oder wie oder wo oder was? Na gut, bekomme ich auch irgendwie Pokébälle oder sowas? Ein Trainer-Leuling, der sein erstes Pokémon eigenhändig fängt. So etwas habe ich selbst noch nie erlebt. Na los!
Oh, ein Moment, eine Sache wäre da noch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eurer Reise mitnehmt. Ach, wir bekommen wohl direkt den Pokédex, oder wie, oder wo, oder was? Was ist das, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr auf euren Abenteuern begegnet. Er ist eine Art Hightech-Lexikon, was jetzt eigentlich auch nicht mehr so ungewöhnlich ist in der heutigen Zeit, aber okay, dass seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Hier, Yume und Elik, die beiden Exemplare schenke ich euch. Du erhältst ein Pokédex von Professor Eich. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt, jederzeit griffbereit. Ach, aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch auf den Weg, das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex. Oh Mann, wir werden auf unserer Reise so vielen Pokémon begegnen, das wird super. Ach, ich kann nicht länger warten, ich mache mich gleich auf die Socken. Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen, oder? lass dich nicht schätzen, bis später. Kein erster Kampf? Wow. Na gut. Überall in dieser Welt warten Pokémon darauf, von dir entdeckt zu werden, Yume. Bekomme ich von jemandem Pokébälle? Man sieht es von ihm vielleicht nicht sofort an, aber Professor Eich genießt höchstes Ansehen als Pokémon-Forscher. Unter den Pokémon-Trainern gibt es einige, die ihn regelrecht verehren. Wir sitzen auf dem Stuhl. Wer sitzt auf einem Stuhl und hilft Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen? Ich natürlich, weil ich sein Lieblingsassistent bin. Gibst du mir Pokébälle? Ich helfe Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen. Und weißt du was? Ich bin sein Lieblingsassistent, aber verrate das nicht meinen Kollegen da drüben. Oh je. Oh, das ist ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz allein gefangen? Da bin ich sprachlos. Und wie heißt das Kleine? Ah, Kyoto. Wirklich niedlich. Oli! Hui, es ist ganz schön lebhaft. Genau wie Kyoto. Sie sind ein und dasselbe. Kyoto ist Evoli, Evoli ist Kyoto. Ihr beide werdet jetzt in euer Abenteuer stürzen, habe ich recht. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich hier auf dich gewartet. Du hältst eine Karte von deiner Mama. Die wollte ich eigentlich gerade selbst abholen, aber danke, dass du sie mir bringst. Du verstaust das Item in deinem Beutel. Okay, wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinen Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf. Los geht's. Aller Anfang ist schwer, aber unser Anfang wird super. Route 1. Da vorne ist ein Radfratz. Hallo Radfratz. Oh, was ist hier? Was war das denn gerade? Habt ihr das gesehen? Ein Taubsi. Und noch ein Taubsi. Und ein Klofenser. Wie kommen da immer mehr? Was ist denn hier los? Eine richtige Party. Hey, Klofenser. Ein wildes Klofenser erscheint. Zielen. Und... Wir haben einen Knuffenzer gefangen. Das ging einfach.
Bonusmultiplikator, neues Pokémon mit einem Wurf und die Wurftechnik. Gibt's ja auch Curve-Bälle? Wie bei Pokémon Go? Für Knuffenzer wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Knuffenzer bevorzugt einen warmen und feuchten Lebensraum. Es ernährt sich von kleinen Käfer-Pokémon, die es mit seinen Ranken fängt. Das klingt brutal. Oh, Stress gerade. Hui! Jetzt kann man sich von allen Seiten nochmal das Knuffenzer. Warum muss ich auf einmal so viel gähnen? Ich muss den ganzen Tag nicht gähnen. Ich muss mir gerne von unten angucken. Obwohl, das lässt das Spiel leider nicht zu. Knuffenzer wurde in dein Team aufgenommen. Jetzt haben wir ein Knuffenzer im Team. Und passend dazu können wir uns auch gleich ein Taubsi holen. Hallo Taubsi. Ein gutes Taubsi erscheint. Ob wir auch sowas wie Knopfbälle machen können? Oh, das fand ich gut. Das war auch nicht gut. Das war einfach fabelhaft. Sehr gut. Ich denke, ich krieg deinen Trainer raus. Mit oder ohne Curveball. Klasse, Taubsi wurde gefangen. Und eine Himbeere. Oh, und Ivoli wurde gelevelt. Also Kyoto. Und Kyoto erlernt Ruckzuckhieb. Gute Sache, das. Für Taubsi wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Okay, aber kann ich ihm keinen Spitznamen geben? Das Radfratz möchte ich aber gerne auch noch fangen. Nicht das hier, das hier. Ja, Mann. Hallo, Radfratz. Ein wildes Radfratz erscheint. Na dann. Und los geht's. Oh yeah. Okay. Klasse, Radfratz wurde gefangen. Okay, dann lesen wir gleich mal den Eintrag. Oh, Knuffenzer hat auch Erfahrungspunkte bekommen. Ja, wie es aussieht, bekommt man hier durch das Fangen von Pokémon Erfahrungspunkte. Das System ist etwas anders. Ich weiß nicht, ob mir das so recht gefällt, aber immerhin etwas. Für Radfratz wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es klauert mit seinen Nagezähnen alles und jeden an. Jeden? Okay. Stößt man auf eines, findet man sicherlich 40 weitere in der Gegend. Okay. Jetzt haben wir eins in unserem Team. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir jetzt quasi alles gefangen. Ich weiß nicht, ob es noch was anderes gäbe. Hä? Was ist los? Ist da was? Hä? Nein! Ich wollte gucken, ob da was im Busch ist. Ich wollte nicht von Radfratz angegriffen werden. Na gut, dann fange ich es halt. Oh, das war gut. Gut, das fast... Sehr gut. Ja, man muss halt eben auch wieder gucken, dass der Fangkreis halbwegs gut wird. Wenn der Kreis groß ist, ist es gut. Wenn er klein ist, ist es großartig. Und wenn er winzig ist, ist es einfach fabelhaft. Jedenfalls ist es bei Pokémon Go so. Und die anderen bekommen Erfahrungspunkte. Das ist schön, aber ich möchte Fangserie 2. Okay. Ich möchte aber gucken, was ihr Woody da gefunden hat. Was ist denn hier? Ich würde gerne gucken, aber hier sind ganz viele Radfratz, die mich nerven. Oh Mann. Oh, das war jetzt einfach fabelhaft. Genau so funktioniert das. Huiuiui, bin ich gut. Nein, bin ich nicht. Aber man kann da trotzdem probieren. So, jetzt möchte ich aber wissen... Eine Nanabeere haben wir. Jetzt möchte ich aber wissen, was sie wohl die da im Gras gefunden hat. Ohne, dass uns jetzt hier irgendwelche Radfratz nerven. Und Taubsi lernt Windstoß, das wird aber besser hier. Das ist ganz gut, aber was ist mit... Fangserie 3, weiter so. Jetzt habe ich ein ganzes Team voll mit Radfratz, na toll. Was ist denn? Kyoto hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Eine Himbeere. Ja, und die wollte schon die ganze Zeit dran, aber das Spiel wollte ja nicht. Na gut.
Britannia City. Auf dem Weg nach Britannia City. Hallo. Wenn ich in Moria City einkaufen will, muss ich immer den verworrenen Weg durch den Britannia-Wald auf mich nehmen. Ja, machen wir vermutlich auch bald. Wir hatten noch gar keinen Kampf. Krasse Sache. So, wir gucken mal ins Pokémon-Center. Hallo! Meine Pokémon müssen nicht geheilt werden. Ich sag trotzdem mal hallo. Und wie es aussieht, haben wir hier keine Pokébälle, die wir kaufen müssen irgendwie? Ich weiß nicht. Hallo? Ach, hallo. Du kommst aus Alabastia, oder? Dann kennst du doch sicher Professor Eich. Es ist eben eine Bestellung für ihn eingetroffen, aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Würdest du für mich das zum Professor bringen? Oh, ein Paket. Natürlich machen wir das. Alles klar. Ich bin schon auf dem Weg. Kein Problem. Willst du sofort zu Professor Eichs Labor zurückkehren? Ach so, ja klar, gerne. Yippie, kein nerviger Backtracking-Weg. Hi. Ach, Yume, na, wie verstehst du dich mit Evoli? Nanu? Oh, ist das nicht süß? Oh. Na, da staune ich aber. Ihr beide seid ja jetzt schon geradezu unzertrennlich. Du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Oh, du hast etwas für mich? Ah, meine Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, die mir extra herzubringen. Professor Eich, mein Pikachu hat eine Attacke. Wow, wie cool ist das denn, Yume? Ist Evoli etwa einfach so an dir hochgeklettert? Elik, du kommst gerade richtig. Mich hat eben eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Oh, Himbeeren. Die sehen lecker aus. Ich habe sogar echte Himbeeren im Kühlschrank. Also mit Himbeeren meine ich Himbeeren. Yum, 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 yum. Nach meiner Aufnahmesession werde ich die essen. Mit Quark und Sahne und etwas Süßungsmittel. Und das schmeckt super lecker. Ich kann es euch nur empfehlen. Nicht so schnell, du Schleckermaul. Die Beeren sind für Pokémon gedacht. Wirfst du ein Pokémon, einem Pokémon eine Himbeere zu, bevor du es mit einem Pokéball anvisierst, freut es sich riesig darüber und lässt sich daher auch leichter fangen. Sagen Sie das doch gleich. Ich hätte die Beeren beinahe selbst gemampft. Ja, so eine Himbeere wäre jetzt schon lecker. Naja, dann wäre das auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar wenige besonders sorgfältig trainiert, bleibt ganz euch überlassen. Ich werde vermutlich Zweiteres bevorzugen, mache ich immer. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. So, jetzt kämpfen wir bestimmt gleich, oder? Augenblick. Das Trainerdasein besteht nicht nur aus dem Fangen von Pokémon. Trainer tragen untereinander nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeige dir mal, wie das geht. Los! Kämpfen wir. Oh yes. Pokémon-Trainer Elik fordert dich heraus. Na gut, mit seinem Pikachu. Süß. Oh, war das gerade nicht niedlich? Sehr gut, wir kämpfen. Wir setzen Ruckzuckhieb ein. Damit haben wir den erst... Schlagsquote von 100%, außer der Gegner setzt auch Ruckzuckhieb ein. Das kann schon Donnerschock. Wow. So weak. Wir setzen nochmal Ruckzuckhieb ein. Yes. Ja, Mann. Pikachu. Oh, der Rest hat auch Erfahrungspunkte und wir haben jetzt einen Radfratz Level 5. Aha. Und Level 4. Wie? Was? Ich hab verloren? Und ich bekomme ein paar Pokédollars? Das ist aber doll. Oh Mann, hätte ich den Mund bloß nicht so voll genommen. Wie peinlich.
Ich hätte mein Pokémon vor unserer ersten. Vor unserem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns das bald mal wiederholen. Na, wie war dein erster Kampf? Dein Partner Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Ja, Mann. Guck mal, jetzt ist Evoli auf mein kleines Köpfchen drauf. Das ist so süß. Das ist so niedlich. Guckt es euch an. Oh. Ich wünschte, man echt. Der echte Kyoto würde das auch machen. Das wäre wunderbar. Was stehst du denn hier? Oh, Yumi. Wenn ihr Woli so oft hier sitzt, wirkt ihr zwei wie richtige Partner. Hm, ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Ein sportliches Set. Du verstaust das sportliche Set in deinem Klamottenkoffer. Wenn du Evoli dieses Set anziehst, könnt ihr im Partnerlook auf Reisen gehen. Huch. Evoli sieht so glücklich aus. Wollen wir spielen? Spiele mit Kyoto. Führe die Hand zu Kyoto und bewege sie, um es zu streicheln. Okay, ZR-Knopf anstupsen und streicheln. Hand in die Bildschirmmitte zentrieren. Oh, ja. Maxi oben, Maxi lieber, ne? Kann ich dich auch anstupsen? Oh. Wartet, wo kann ich ihn anstupsen? Wo war das? Da. Oh, und du bist so süß. Willst du eine Beere haben? Kann ich dir eine Beere geben? Ich bin gerade zu doof für alles. So. Die Steuerung ist böse. Ich krieg die Steuerung nicht hin. Ich bin gerade zu doof. Oder ich gehe einfach mal. Genau, ich gehe mal ein Stück zurück. So. Wir nehmen jetzt die Himbeere. Wenn ich sie erwische. Ah. Oh Gott. Hier. Bitte iss sie schnell. Es ist anstrengend, die Beere so zu halten. Ah, geschafft. Okay. Hier, nimm noch eine. Himbeere. Ich denke mal, die Nana-Beere wird dafür sein, dass sie nicht so rumzappeln beim Fangen. Also wie bei Pokémon Go einfach. Ja, bist ein feiner, Mann. Ein ganz feiner. Oh nein, nicht. Hier oben lieber. Ja, du bist süß. So, das reicht erstmal. Ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskomme. Aha. Was ist das? Das können wir noch nicht auswählen. Na gut, dann brechen wir ab, würde ich sagen. So. Ich habe ja gerade meinen Joy-Con mit den Pfeiltasten und nicht mit A, B und X, Y. Deswegen muss ich mal ein bisschen raten, wo was ist. Na? Ah, da wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Evoli sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Wenn du den X-Knopf drückst und im Menü mit Kyoto-Spielen auswählst, kannst du mit Kyoto spielen. Das habe ich ja gerade schon. Ich habe nur Evoli gerade nicht angezogen irgendwie. Mit Kyoto spielen? Okay, aber... ich guck mal im Beutel. Wo war denn das jetzt? Bonbon-Glas. Ich habe leider keine Bonbons. Okay, Pokémon-Box, Medizintasche. Ich finde es geil, dass auch die alten Sprites verwendet werden. Da geht mir schon so ein bisschen drauf einer ab. Das finde ich gerade richtig gut. Fangtasche. Ups, nicht Kampftasche. Ich werde mich, glaube ich, noch sehr oft verdrücken. Oh, es gibt doch Pokébälle, die sind doch begrenzt. Klamottenkoffer. Outfit für Yume wählen. Okay, also für mich gibt es auch Outfits. Wir gucken mal. Sportliche Kappe. Ach, ist das nicht süß. Aber, erstmal lieber nicht. Also, ein Hut. Ich weiß ja nicht. So, wir gucken mal. Kleidung. Sportliches Shirt wird nur von deinem Partner getragen. Da Luke steht ihm. Man sieht leider nichts. Ich lasse es mal an. Ich denke mal, ich kann selbst noch nichts. Okay, das reicht. ich kann drehen. Wie kann ich denn drehen? Ah.
Wie sieht jetzt Kyoto aus? Wir drehen mal Kyoto. Ja, man sieht unter dem Flauschleiter nicht wirklich was. Das ist schade. Komm, dann zieh mir eben das wieder aus. Dann wird eben nur unnötig warm. Das Witzige ist, mein echter Kyoto hat auch so einen Flauschkragen vorne. Das passt ja sehr gut. Okay, wir lassen Kyoto erstmal so, wie er ist. Und gehen dann wieder zurück nach Vertania City. Ich weiß gar nicht, gibt es hier vielleicht noch andere Pokémon? Weil gerade eben kam man hier noch so ein Knofensa vorbei. Ich weiß nicht, da ist wieder ein Knofensa, aber vielleicht spawnt hier noch irgendetwas. Ich weiß es ja nicht. Immerhin haben wir jetzt schon mal... Oh, du schenkst mir doch bestimmt einen Trank. Du siehst so aus. Danke für deine Hilfe mit der Lieferung. Im Pokémon-Supermarkt gibt es übrigens viele praktische Items. Also komm ruhig mal vorbei und schau dich um. Weißt du was? Als kleine Kostprobe gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte. Ich wusste, dass er mir einen Trank gibt. Ich bin Pokémon-Veteranin. Okay. Gut, dann weiter hoch. Oh. Hi. Möchtest du gegen mich kämpfen? Wenn zwei Trainer sich in die Augen gucken, dann fliegen die Fetzen. Ich will jetzt mit meinem Lieblings-Pokémon gegen dich kämpfen. Los! Okay. Oh, ein kleiner Knirps. Das sieht auch sehr knirpsig aus. Der Axel mit seinem Ohr. Ist es nicht eher so ein Tenago? Kennt ihr die Teenager mit ihren Radfratz, also Teenager, wie man damals das immer gesagt hat, weil man noch kein Englisch konnte und gerade so lesen? Tackle! Autsch! So, und jetzt noch einmal Ruckzuckieb und Evoli haut sie alle weg. Auf die dumpfe Backe geschlagen und weg damit. Okay. Oh, sogar 12 Erfahrungspunkte. Mensch, und taub sie. Knirps wurde besiegt. Ui, du bist aber stark. Die Augenbrauen. Und ich gewinne auch noch was. Und ich erhalte Pokebälle. Man erhält Pokebälle? Cool. Okay, dann möchte ich gleich als nächstes Mal nochmal ganz schnell was gucken. Wie gucke ich das nochmal? Hier so? Ja. Team? Kann ich hier nachträglich meinen Pokémon noch Namen geben? Name ändern, das geht. Sehr gut. Man kann sie aus Pokébällen holen. Also ich kann quasi... Setze deine Reise nun an der Seite von Taubsi fort. Interessant. Ja, jetzt habe ich schon Taubsi hinter mir. Ist das nicht toll? Oh mein Gott, ist das süß. Und da vorne ist auch schon Elig. Hallo. Hey, du strahlst ja über beide Ohren, Yumi. Was ist denn los? Du hast einen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen? Coole Sache. Ach ja, ich wollte dir noch was sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Sie verlieren dabei oft KP und AP. Ah, aber wenn du sie in ein Pokémon-Center bringst, wird dein Team dort wieder aufgepäppelt. Es dauert überhaupt nicht lange und kostet dich nichts. Behalte den Zustand deiner Pokémon nach dem Kämpfen immer im Auge, ja? Hm, gut, ich gehe dann mal weiter. Tschüdelü. Bärtige Sachen machen oder so. Okay, dann gehen wir mal ins Pokédo-Sendere. Ich möchte ins Pokédo-Sender. Ja, jetzt. Jetzt bräuchte ich ein wenig Hilfe. Mein Evoli ist dezent angeschlagen. Okay. Ja, mach sie mal bitte wieder topfit. Alles klar. Auch Evoli? Auch Evoli. Ich meine natürlich Kyoto. Okay. Bitte beehre uns bald wieder. Gerne doch. Ein Taubsi als Partner zu haben, jetzt dann hinterherfliegt, ist jetzt, glaube ich, nicht sehr spektakulär. Aber ich denke, wir werden hier und da noch was Besseres fangen. Oder Taubsi entwickelt sich irgendwann. Das wäre auch super. Hallo, alter Mann. Du versuchst, den Pokédex zu vervollständigen? Dann gebe ich dir einen Rat mit auf dem Weg. Man kann nie genug Pokébälle haben. Kauf dir im Pokémon-Supermarkt am besten auf der Stelle einen ordentlichen Vorrat. Naja, ich habe ja schon super viele, würde ich mal so sagen. Ist das ein Pokémon, das du bei dir hast? Wie cool! Ich find's klasse, dass man mit seinem Lieblings-Pokémon spazieren gehen kann, wann man will. So. Ich hole mir noch ein verstecktes Item, wenn das überhaupt hier auch so versteckt ist. Ja, Mann! Da haben wir wirklich die ganzen versteckten Items auch übernommen.
Leider weiß ich nicht alle Plätze, aber das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Gut, gucken wir mal. Vielleicht gibt es hier drüben Menki oder Nidoran oder sowas. Das wäre mega cool. Hohes Gras gibt es auf jeden Fall schon mal. Da muss man mal kurz warten, ob hier irgendwas rausploppt. Ja, ein Nidoran. Zwei männliches, aber das ist auch okay. Hallo. Kleiner Lümmel, du. Ein wildes Nidoran erscheint. Na, dann ziehen wir mal. Und hauen rein. Großartig. Ja. Klasse, die doch ein männlich wurde gefangen. Oh, Baby. Ja, mit aller Erfahrungspunkte. Meine Radfratz-Armee steigt. das geht einfach. Und das dauert ziemlich lange, bis alle hier ein Level-Up haben. Besonders am Anfang. Aber es geht. Für Nidoran männlich wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es stellt seine großen Ohren auf, um so seine Umgebung zu überwachen. Oh, droht Gefahr, so greift es mit seinen Giftstacheln an. Oh oh, süßer Po. Und es wurde auf meine Pokémon-Box gelegt, was jetzt gar nicht mal so gut ist. Ich möchte es eigentlich gerne mitnehmen. Wollen wir noch eins fangen? Komm, wir fangen noch eins. Wie wir einmal schon im Nidoran-Fang-Game sind. Sehr schön. Aber noch ein weibliches Nidoran oder ein Menki oder sowas? Das wäre ganz cool. Naja, wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommt noch was. So, wir leveln erstmal wieder alle schön fleißig. So sind wir. So, ja, Radfratz hat auch noch ein Level up. Na gut. Fangserie 2, weiter so. Schon zwei Nidorans. Wahnsinn. So, kommt jetzt hier noch was? Ein weibliches. Sehr schön. Komm her. Na? Oh, bist du süß? Na? Ja, gutes Mädchen. Gut. Wow, 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 wow. Achso, ich muss erst noch zielen. Wow. Du bist aber ein bisschen schwierig. Dann warte mal, bis es angreift oder irgendwas anderes macht. Und jetzt werfen. Ja, Mann! Ha! Wir haben es geschafft. Klasse, die doch an weiblich wurde gefangen. Ja, Mann! Unsere ersten Fänge. So, und jetzt noch ein Menki und dann bin ich zufrieden. Gibt's doch Menki, oder? Ah, erstmal lesen wir den Pokédex-Eintrag von Nidoran. Es hat ein sanftes Gemüt und meidet den Kampf. Doch da aus seinen kleinen Ohren Gift austritt, ist trotzdem Vorsicht geboten. Ja, ein giftiger kleiner Hase. Süß. So, noch irgendwelche Kandidaten? Will noch irgendwer von mir gefangen werden? Noch ein weibliches Nidoran? Sonst so? Niemand? Gar niemand? Noch ein Radfratz. Nee, komm, dann nehmen wir noch den kleinen Kerl hier mit. Ein wildes Nidoran weiblicher Schoint. Sorry, ich bin gerade so richtig in Fanglaune. Das war großartig. Ich weiß. Aber Menki gab es jetzt hier nicht. Vielleicht muss ich mal gucken. Vielleicht gibt es hier gar keine Menkis. Das kann natürlich auch sein. Das weiß man irgendwie nicht so genau. Und eine Himbeere habe ich. Und da ganz viele Level-Ups. Meine Radfratz-Armee, meine Ratata-Armee ist rising. Und Clefancer kann nun sogar auch Wickel. Oh Mann, mein Team ist schon ganz nice. Ich bin begeistert. Bezweifelt bin ich nicht. Und verzweifelt auch nicht. So, verfangene Serie 2. So, noch ein Kandidat. Noch das Radfratz, aber das will ich ja nicht. Radfratz ist doof. Das ist voll langweilig mit seinen Radfratz-Attacken. Ah, noch eins. Komm, wir gehen. Wir gehen, Taubsi. So, dann schauen wir mal in unserer Box. Mal gucken, ob wir irgendwie Pokémons wegschicken können oder so. Oder wie das hier funktioniert generell. Ich gehe erstmal hier rein. So, ist ja ein PC irgendwie. Wie kann ich denn an meine Pokémon-Box? Wie komme ich denn... Wo... Was? Wie komme ich denn an meine Pokémon-Box?
Kommunikation, Beutel, Pokédex, mein Team. Oh nein. Oh nein. Ah ja. Entschuldigung, ich bin doof. Oh Gott, das ist verdammt viel. Wie soll ich das denn... Oh Gott, das wird, glaube ich, sehr anstrengend in der Organisation alles. Ich möchte das im Team hinzufügen. Ich möchte dafür einen Radfahrts rausschmeißen. Und dich möchte ich auch aus dem Team entfernen, genau wie dich. Wir wollen keine Radfretzer in unserem Team. Ich weiß nicht, was der Plural von Radfratz ist, deswegen sage ich Radfretzer. So, welches Niederer nehmen wir denn? Ich weiß nicht. Wir nehmen einfach dich. Wird dann noch schief gehen können. So, okay. Man kann sie sortieren. Fangreihenfolge. Hohe Level zuerst, hohe WP zuerst, niedrige WP. Wir können auch so noch WP. Okay. Ah, ich habe sogar die beiden. Okay, alles klar. Okay. Das wird noch eine lange Zeit dauern, bis ich mit der Steuerung zurechtkomme. Wie gesagt, das nächste Mal nehme ich auch den Controller, wo A, B, X und Y draufsteht. Dann weiß ich auch, was ich drücken muss und muss es schon probieren. So, was ist das denn hier? Das sieht sehr Pokémon Go-mäßig aus. Da gehen wir gleich auch mal rein. Hallo, du bist eine Lehrerin. Hallo da, also dann, liebe Klasse. Wo können wir nochmal nützliche Informationen über angehende Trainer finden? Richtig, auf unserer Tafel und in den Büchern. Und vergesst auch nicht, die Hinweisschilder unterwegs zu lesen. Okay, das sieht nicht so spannend aus. Gut, wir gehen schon mal weiter. Gehen noch zu dem Opa. Der Opa zeigt uns bestimmt, wie man Pokémon fängt. Ich hoffe nicht, dass er das tun wird. Ich glaube, hier gibt es keinen Opa, kann das sein? Gucken wir mal hier rein. Ich bin nicht so der, ich gehe in alle Häuser und quatsche mit allen Menschen. Mensch. Weiß nicht. Was ist hier denn los? Was ist da? Ach, das ist die Arena. Ist das die Arena? Das ist die Arena, ne? Da gehen wir mal rein. Geht bestimmt eh nicht. Die Türen der Arena sind verschlossen. Diese Pokémon-Arena ist dauernd geschlossen. Wer hier wohl der Arena-Leiter ist? Ich weiß es, aber ich verrat's dir nicht. Weiter geht's. Ein neues Gebiet. Hier komme ich leider noch nicht lang. Da brauche ich erstmal Zerre Schneider. Vielleicht gibt es hier ein paar neue Pokémon. Zum Beispiel ein Mankey. Oder ein Radfratz. Ich will keinen Radfratz. Ich will ein Mankey. Ah, ein Raupi. Immerhin. Nehmen wir das. Hallo, Raupi. Oh, wie schnell es ist. So süß. So cute. Komm her, kleiner Mann. Oder Frau. Ich weiß es noch nicht. Kann man schon das Geschlecht sehen? Ich habe keine Ahnung. Yeah, klasse. Raupi wurde gefangen. Es ist weiblich. Kleine Dame, meine ich natürlich. Und die Evoli ist schon Level 9. Wow, ich level hier ganz schön schnell. Mit meinen super coolen Raupi-Pokéball-Fangkünsten. Na, Raupi? Berührt man seine Fühler, berührt man die Fühler auf seinem Kopf, so versucht er sich zu schützen, indem es einen penetranten Geruch absondert. Aber wieso magst du keine Fühlermassage? Okay, dann gehen wir mal hier rein und schauen, was auf uns wartet. Im Vetania World! Sagst du uns noch was Wichtiges? Wenn dein Pokémon Attacken einsetzt, die den gleichen Typ wie ihr selbst haben, dann macht es viel mehr Schaden. Das wusste ich übrigens damals lange nicht. Das ist mir erst in den letzten Jahren irgendwann bewusst geworden, was Step-Attacken sind. Möchtest du kämpfen? Meine Freunde und ich wollen hier Käfer-Pokémon fangen. Sie sind schon ganz zippelig, weil sie sich so auf die Pokémon-Kämpfe freuen. Da gibt es ein Item. Und Knuffenzers gibt es überall. Ich bin eigentlich mehr so Team Mirapla. Deswegen wollte ich, glaube ich, auch eigentlich... Ich glaube, Mirapla gibt es in Let's Go Pikachu, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann mir ja zur Not eins rübertauschen, schätze ich. Hey, du!
Hast du ein großes Pikachu dabei? Leider nein. Nur ein Evoli. Na, Göre Marina möchte kämpfen. Los geht's, du Göre. Oh. Das ist so süß. Wie ist denn so runter? Und oh mein Gott, ich liebe das einfach. So, dann ruckzuck kiepen wir dieses Radfratz mal in Grund und Boden. Oh, wir haben es wirklich in Grund und Boden geruckzuck kiept. Okay, cool. Ja, Mann. Göre Marina wurde besiegt. Ah, das ist doch nicht wahr. Das kann doch alles nicht wahr sein. Hier hast du ein paar Pokébälle. Verschwinde. Oh, yeah. Okay. Ein Hornlio. Das haben wir auch noch nicht. Komm her, kleiner Mann. Hi. Wie schnell das läuft. So süß. Wie Raupi. Wähle Bären aus deinem Beutel aus und wirf sie Pokémon zu. Nee, keine Lust. Du bist übrigens auch verhältlich. Das gibt's ja nicht. Das war gemein. Achso, ich muss erst vergessen, mal zu zielen. Nee. Nee. Ja, Mann. Ich brauche keine Bären. Ich mach das so. Klasse. Hornlio wurde gefangen. Sehr schön. Und ein paar Erfahrungspunkte für alle. Ja, Mann. Nicht sehr viele, aber besser als nichts. Und ich hoffe wirklich sehr. Hornlio. Wir finden ein Pikachu. Das wäre super. Auf seinem Kopf befindet sich ein spitzer Stachel. Es versteckt sich im hohen Gras sowie in Wäldern und frisst eifrig Blätter. Lecker. Oh, was ist das denn? Ein starkes Hornlio? Wo ist es hin? Oh, ein Bibor. Was ist denn hier los? Muss ich davor Angst haben? Ein Bibor. Ach du liebes Lieschen. Ein wildes Bibor erscheint. Na, Level 3. Wollt ihr mich verarschen? Da setze ich mal doch lieber eine Himbeere ein. Bitteschön. Du großes Ding. Ja, getroffen. Mal gucken, der Fangkreis war jetzt nur gelb. Das kann hart werden. Ja. Natürlich. Dann probieren wir das nochmal. Mit einer Himbeere. Bitteschön. Bleibst du mal still stehen? Oder greifst du mal an? Wow, wow, wow. Wir probieren es einfach mal. Na, daneben. Das ist ja super schwer. Es hat angegriffen. Schnell. Oh, das ging daneben. Schnell werfen. Uiuiuiui. Das ist schwierig. Mist, das war knapp. Wow, wow, wow. Das ist echt schwierig. Das wird jetzt hier unsere Hauptchallenge. Dieses Bibor zu fangen. Bibor ergreift die Flucht. Oh, wir haben versagt. Oh, ein Bisasam. Oh, guck mal, ein Bisasam. Und das ist winzig. Tiny, kleiner, süßer Sam. Du bist mein Lieblingssam. Du bist klein und winzig. Ich mag dich. Und du magst mich auch. Klasse, Bisasam wurde gefangen. Wir haben ein Bisasam, Leute. Sind wir nicht die coolsten? Ich kann gerade nicht fassen, wie cool wir sind. Knofenser, sorry, du bist out. Bisasam ist now in. Aha. Oh, Nidoran, weiblich erlernt Giftstachel und männlich. Nein, doch, nein. Wow, viel XP gibt's bitte. Wow, ja, ist gut, Leute. Ist gut, ist gut. Bisasam hat viel gebracht. Für Bisasam wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es kommt tagelang ohne Nahrung aus, da es in den Samen auf seinem Rücken Nährstoffe speichert. Cool. Komm, wir wollen Bisasam in unserem Team haben, Freunde der Sonne. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Ein schönes Bisasam. Bisasam, dem Team bitte hinzufügen.
Sorry, Knuffhänser. So. Dann schauen wir mal weiter. Wollen wir das Saftkorn? Ah, da war ein Pikachu! Ich will das Pikachu auch haben. Dann haben wir dann Evoli, Pikachu und Bisasam. Das war wundervoll. So, ja, Ziel, natürlich. Erstmal das Saftkorn. Wir müssen nämlich die Saft konvertieren. Elik wird den Insider verstehen. Vergesst es einfach. Vergesst, was ich gesagt habe. Oh Mann, es ist ausgebüxt. Oh, nicht mal in den Kreis getroffen. Na komm, bleib doch drin. Du bist ein blödes Saftkorn. Ja, yeah. Sehr gut. Perfekt. Klasse, Saftkorn wurde gefangen. Okay, da gibt es bestimmt fette Erfahrungspunkte. Immerhin ist es ein entwickeltes Pokémon, ja, geht so. Oh, Spiegeltrick, cool. Und die Doran wird auch immer stärker. Ich finde, wir haben schon ein relativ gutes Team und gleich wird es noch besser mit einem Pikachu. Das wird super. So, liebe Freunde der Sonne, wir gucken mal, was Saftkorn so zu sagen hat. Oder was der Pokédex zu sagen hat. Um sich zu schützen, härtet es eifrig seinen Panzer. Doch wenn es heftige Treffer einsteckt, wird sein Inneres entblößt. Was? Okay, Pikachu, komm her! Was war das da? Sah gerade aus wie ein Divi, aber ich glaube nicht, dass es hier ein Divi gibt. Das würde mich sehr wundern. Ein wildes Pikachu erscheint. Komm. Wir sind mal so cool. Und nehmen eine Himbeere. Ja! Das ist auf jeden Fall ein sicherer Catch. Klasse, Pikachu wurde gefangen. Sehr gut. Und eine Sananabeere für uns. Oh ja, Evoli ist stärker geworden. Und, also, Kyoto. Ein rechter Level 10. Und es möchte Doppelkick erlernen. Natürlich gerne. Bei Rocco können wir das auf jeden Fall gebrauchen. Ja, dann nehmen wir mal Rudenschlag weg. Ja, braucht keiner. So, sehr schön. Perfekt. Und Bisasam erreicht Level 7. Sehr schön. Okay. Für Pikachu wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Pikachu ist in Wäldern zu Hause. Da es in seinen Backentaschen Elektrizität speichert, bekommt man einen Schlag, wenn man diese berührt. Und natürlich kommt Pikachu auch in meine Box. Erstmal nämlich. Oh, was ist da denn los? Das ist mit roten Streifis. Heißt das, dass es jetzt besonders toll oder stark war? Oder was? Ich habe gerade nicht gelesen, was da stand, weil ich doof bin. Oh, aber ich habe einen einfach fabelhaft getroffen. Immerhin etwas. Gut. Klasse. Hornlio wurde gefangen. Gibt's extra XP? Wow. Sehr gut. Bisasam voll am Wegleveln. Okay, ich würde gleich sagen, dass wir das Raupi rausnehmen. Oh nein. Oder was nehmen wir denn raus? Wir nehmen. Ja, komm, wir nehmen Raupi raus und dafür Pikachu rein. Ja, sehr schön, sehr schön. Kommt. So, Team. Ich möchte gerne Pikachu ins Team nehmen. Oh, man kann die auch an den Professor schicken. Das mache ich vielleicht auch besser. So. An den Professor schicken. Sehr gut. Dann schicke ich. Ah, jetzt kann ich die mehrere auswählen oder wie. Das ist sehr gut. Dann schicke ich die jetzt alle mal weg, weil sonst wird es hier echt zu voll. Clefenser behalte ich mal noch. So. Ja. Weg damit. Vielen Dank für diesen Transfer. Das bringt meine Forschung sicherlich voran. Zum Dank erhältst du von mir eine Belohnung, die du dir beim Training, die dir beim Training deiner Pokémon hilft. Sie wird die stärker machen. Ein Flottbonbon und zwei Energiebonbon, Stärkebonbon und Robustbonbon.
Okay, wir haben Bonbons bekommen. Ja, ist wirklich sehr an Pokémon Go angelehnt, muss ich sagen. Ja, bin gespannt, wie das weiter verläuft. Oh, und ich finde gleich 5 Pokébälle. Was glitzert hier so? Das hat gerade was geglitzert. Nein, das war einfach nur so Zeug. Okay, weiter geht's. Hä? Oh, du hast einen Partner-Pokémon? Kann ich es mir mal genauer ansehen? Ja, ja. Natürlich, natürlich. Wollen Sie Pokémon sehen? Gehversammler Jawad. Okay, Jawad. Jawad. Jawad, Jawad. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber ich bin mir sicher, das wird ihn nicht zerstören. Los, Kyoto. Ist Kampf gut gegen Gift? Man weiß es nicht. Man munkelt. Ich mach einfach mal. Wir werden sehen, was rauskommt. Bestimmt nicht so gut. Nee, überhaupt nicht gut. Ha! Okay, und dann kommt ein Giftstachel-Clash mir entgegen, der mich hoffentlich nicht vergiftet. Sehr gut. Okay, ruckzuckieb, go! Und weg ist es. Ja, mehr Energie! Oh Mann. Was? Ich mich verseht. Hut's weh. Natürlich. Und ich erhalte noch ein paar Pokébälle, damit ich auf den Wald komme. Man verschmeißt ja doch relativ schnell, muss ich sagen. Und ich möchte ein anderes Partner-Pokémon, bitte. Taubsi, du bist ganz nett, aber... Wir nehmen... Nehmen Bisasam. Aus dem Pokéball. Jetzt denke ich immer so, oh geil, Bisasam. Aber es ist mein eigenes. Cool. So. Raupies. Überall Raupies. Und Hornliu. Dann werde ich mal ein paar fangen müssen. Man muss ja hier irgendwie vorbeikommen, ne? Na gut. Ups, was war das denn? Manchmal, ne, hängt ein Furz quer und dann fange ich den Pokéball komisch. Werfe ich den Pokéball komisch. Ich kann schon nicht mal reden, das ist ganz verrückt. So, klasse. Oh, Leo wurde gefangen. Und ich bekomme ganz viele Erfahrungspunkte. Naja, ganz viel ist relativ gesehen. Gut, so viel dazu. Und wir haben schon 2 Hornlius gefangen. Jetzt wird's krass. So, ist hier noch irgendwas? Ein großes Raupi. Na, das nehmen wir mal. Riesig. Du bist riesig, Baby. Komm zu mir. Und einfach fabelhaft. Gut, aber ich glaube, wir werden langsam mal Schluss machen für die erste Folge. Die Pilotfolge, die geht bei mir immer ein bisschen länger, wie ihr wisst. Meist so eine Stunde. Und dann wird es dann bald... Oh, wow, das gab echt gute XP. Also ich sollte wirklich öfters mal große Pokémon fangen. Also wenn die so rot umdingstet sind, mit so einem roten Schleier, dann sollte ich auf jeden Fall mal hingehen und gucken. Boah, wie viele meine Pokémon leveln. Oh, Nidoran wird Doppelkicker lernen. Sehr gut. Das ist auch wieder gut bei Rocco. Dann nehmen wir mal besser Heuler weg. Weinen musst du nicht mehr, kleines Nidoran. Du musst nur noch austeilen. Ich glaube, Nidoran Mendes möchte gleich nachziehen. Vermute ich. Ja. Ja. Ja, du musst nicht mehr schielen. Du kannst jetzt auch treten. Wow, die Hälfte meiner Pokémon können Doppelkick. Das ist eine gute Bilanz. Und ich glaube, bis auf Pikachu und Taubsi haben alle relativ gute Chancen bei Rocco. Mit Kyoto wird es auch noch etwas spannend, aber ich denke, wir kriegen das ganz gut hin. Ja, jetzt sind hier nur doofe Käfer. Die brauche ich nicht. Ich will keine doofen Käfer. Ich bin nicht so der Käfermensch. Oh, noch ein Pikachu, gib her. Gib, gib, gib. Na, kleines Pikachu, du bist so süß, ich liebe dich. Ja, greif nur an. Nee, was will ich entkommen? Ach so, ja, stimmt, ich wollte eigentlich die Folge beenden. Ups. Ah, aber hey, wir haben noch einen Pikachu gefangen. Das ist doch auch schon mal was. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Ich bin begeistert. Bedanke mich nochmal bei euch fürs Zusehen, weil ich so verwirrt bin. Und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Tümi Let's Play it. Let's go, Evoli. Bye.